Was machst du eigentlich so alles im Internet? Fast alles? Ich auch. Wir bestellen Kleidung und Lebensmittel, checken Nachrichten, teilen Fotos und suchen die große Liebe. Aber hast du auch schon mal gehasst? Hass im Netz hat viele Gesichter. Beleidigungen. Du bist so dumm wie Bohnenstroh. Bedrohungen. Halt dein Maul, sonst bringe ich dich um. Und Hetze. Die Schlampe sollte man mal so richtig. Worte prallen ungefiltert auf Menschen ein. Und sie verletzen. So sehr, dass sie sich aus Angst zurückziehen. Digitale Gewalt ist reale Gewalt. Es gilt, die Betroffenen ernst zu nehmen. Ja, und ihnen dabei zu helfen, sich zu wehren, sie zu unterstützen. Hass ist krass, aber Liebe ist krasser. Ich treffe viele starke Stimmen und an meiner Seite habe ich auch eine absolut starke Frau. Dich nämlich, Sarah. Tim und ich sind wahre Menschenfreunde und wenn sich Hater zusammentun können, dann können wir das erst recht. Und deshalb freuen wir uns, mit euch gemeinsam heute die Welt zu retten. Denn schon ein bisschen kann den Unterschied machen. Tim, dann so. Später, Schatz, hab einen schönen Tag. Senden. Diese Nachricht geht gerade noch an meine Frau. Ich finde, Worte sind toll, die haben Macht, viel Macht. Man kann damit beeinflussen, wie jemand sich fühlt, gut oder eben schlecht. Und damit sind wir schon mitten im Thema Hass im Netz. Das ist ein riesiges Problem, sowohl für Einzelpersonen als auch für unsere gesamte Gesellschaft. Und wir haben uns gefragt, was kann man dagegen tun? Und Menschen gefunden, die sich einsetzen und das Rüstzeug vermitteln gegen Diskriminierung, gegen Hass, gegen Rassismus. Und zwar dort, wo all das täglich auf den Touchscreens auftaucht, nämlich in der Schule. Und deshalb drückt Sarah heute nochmal für uns die Schulbank und macht mit bei einem Workshop von Teach Today. War das wirklich nötig mit der Rückbank? Ich meine, das ist ein erster Schultag seit langem, oder? Also volles Programm. Rücksitz, hinbringen und abholen. Und Kindersicherung. Na komm raus, ist doch okay jetzt, oder? Ich werde eh nicht auffallen mit meiner Größe zwischen den ganzen Kindern. Ja, wer weiß. Aber hiermit fällst du auf. Ich habe was mitgebracht. Bitte sehr. Willkommen in der Schule. Wirklich eine Schultüte? Ja, aber nicht rauchen, ne? Cringe. Das war cringe. Cringe? Ja, das sagt man, wenn man sich für jemand anderen sehr, sehr fremd schämt. Ach, bitte. Geht los. Workshop. Warte. Ich habe noch was. Oh, guck mal. Guck mal, danke schön. Jugendsprache. Da kannst du ein paar nice Wörter raussuchen. Ja, hast du auch länger dran überlegt an dem Move, oder? Mach's gut, alter Mann. Viel Spaß in der Schule. Danke. Ich hol dich später wieder ab, ja? Ich freu mich. Ja, und euch hole ich auch noch mal ab. Und zwar mit Infos. Hass im Netz. Was ist das eigentlich? Mit Twitter, Facebook und Co. können wir heutzutage unsere Meinung jederzeit frei äußern. Doch neben dieser Chance birgt das Netz auch Gefahren. Mit nur einem Mausklick können beleidigende, diskriminierende, einschüchternde oder verhetzende Kommentare gegenüber Personen oder Gruppen in die Welt gelangen und sich unkontrolliert verbreiten. Hass im Netz hat viele Gesichter und taucht als Hassrede, Verhetzung oder Falschmeldungen online auf. Dass diese Worte Waffen sind und ihnen im realen Leben Taten folgen können, zeigt der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Eine Folge von jahrelangen Anfeindungen und Morddrohungen im Internet. Welche Folgen der digitale Hass sowohl für einen Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft haben kann und wie man das Unheil bei der Wurzel packt, das weiß Nadine Brömme. Sie arbeitet für das Netz, das kommt von Net und Netzwerk. Und was die so machen, das höre ich mir jetzt hier beim heißen Kaffee an. Das Netz ist die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech. Wir sind 2017 entstanden. Im Zuge der Migrationsbewegung in dieser Zeit ist Hass im Netz einfach gestiegen. Seit der Flüchtlingskrise verschaffen Hassakteure ihrem Unmut immer mehr Raum. Die Folge, viele Menschen bekennen sich öffentlich seltener zu ihrer Meinung. Die Entwicklung beunruhigt mich, denn letztlich gefährdet sie unsere Demokratie. Beinahe jeder Deutsche ist tatsächlich schon mal Hass im Netz begegnet. Und ich frage mich, was können wir dagegen tun? Man muss unterscheiden zwischen strafrechtlich relevanten Inhalten und gefährlichen Inhalten. Und unter Hass im Netz sind zum Beispiel, also alles, was strafbar ist, sind so Beleidigungen,
Drohungen, Verleumdungen, Volksverhetzung, Propaganda, das kann zur Anzeige gebracht werden und dafür gibt es ein Rechtssystem. Und die gefährlichen Inhalte, also wo auch wirklich Menschen angegriffen werden, aber wo es eben gerade noch nicht strafbar ist, das zu beobachten, zu dokumentieren, ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es gar nicht so sehr darum, EinzeltäterInnen zu identifizieren. Dafür ist dann Polizei oder andere Behörden zuständig, sondern eher auch so die Dynamiken nachvollziehen zu können. Wie kann die Arbeit von Initiativen, von Freiwilligen, von Aktivisten noch effektiver koordiniert werden? Es gibt ganz unterschiedliche Interventions- und Präventionsmöglichkeiten gegen Hass im Netz. Das ist etwas, was wir als das Netz machen, dass wir einen Überblick bieten, zum Beispiel auf unserer Website, oder wir haben einen Interventionsatlas gegen Hass im Netz, wo man schauen kann, was gibt es überhaupt für mögliche Ansätze. Ich lerne, dass, wenn wir unsere Meinungsvielfalt schützen und stärken wollen, dann müssen wir uns stärker vernetzen. Wir müssen Opfer beraten und mit ihnen prozessieren, online einschreiten, sowie gemeinsam vorbeugen, informieren und forschen. Zentrale Anlaufstelle ist das Netz. Ich habe auch noch was mitgebracht, und zwar dieses Pflaster, was auch gleichzeitig eine Brosche ist und ein Symbol gegen Hass im Netz und für digitale Zivilcourage. Digitale Zivilcourage, ein Thema, das immer wichtiger wird und schon unsere Jüngsten betrifft. Deshalb bin ich sehr gespannt auf Sarahs Reise in ihre Vergangenheit. Und ich hoffe, dass ihre Erfahrungen im Workshop von Teach Today sprichwörtlich Schule machen. Dann schauen wir mal. Hier. Oh Gott, natürlich. Und in meiner Farbe Pink. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann denke ich an sehr alte Gebäude und auch vor allem sehr veraltete Technik. Wir mussten halt noch Kreide holen und diese extrem ekligen Schwämme, die wirklich übers Wochenende im Wasser lagen, dann so schön so ausregen und du dachtest so. Das war meine Schulzeit. Schlüsselband von Teach Today. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was noch? Oh, jawohl. Die habe ich früher schon so hart gefeiert, ne? Sauber. Oh. Und sie sind auch noch so süß wie früher. Ich kann's noch. Einfach mega. Das muss ich unbedingt mit Tim teilen. Digga. Und das aus dem Mund eines Boomers. Cringe. Hey Sarah, schön, dass du schon da bist. Teach Today ist das Thema heute. Was passiert denn jetzt genau? Wir gucken uns heute das Thema Hasskommentare an. Das heißt, wir schauen uns an, wo begegnen uns Hasskommentare und wie kann man damit am besten umgehen? Ich muss sagen, da habe ich schon die eine oder andere Erfahrung machen dürfen. Von daher super spannend. Und wollen wir loslegen? Ja, mir nach. Cool. Die Kinder und Jugendlichen haben sich da schon fast dran gewöhnt, dass sie eben blöde Kommentare im Netz bekommen. Das gehört zum Alltag. Wir holen die Kinder und Jugendlichen dementsprechend tatsächlich genau da ab, wo sie gerade sind. Und sie wollen auch darüber sprechen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, hallo. Das ist die Sarah, die macht heute mit. Sarah, guck mal, du kannst dich einfach da hinsetzen. Cool, danke. Okay. Okay, hi. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hass im Netz. Habt ihr Social Media? Hand hoch. Wer Social Media hat, sprich Instagram, Snapchat. Das Überraschende ist immer wieder, das sehe ich auch bei mir, man kriegt wirklich tausend schöne Nachrichten oder Kommentare oder alles. Und dann sind da so zwei, drei Leute, die einfach richtig wütend auf ihre Tastatur kloppen und dich richtig doof finden. Und trotzdem merkt man sich immer diese blöden Sachen. 17 von euch haben gesagt, sie haben schon mal Hass im Netz erlebt. Das ist erschreckend, muss ich sagen. Also ich habe mir das schon gedacht, dass die Jugendlichen damit so extrem konfrontiert werden. Aber ich wünsche das keinem Jugendlichen, der noch gerade die Welt neu entdeckt. Wir haben euch nämlich was mitgebracht. Ihr dürft einmal unter euren Stuhl gucken, da klebt ein Kommentar und den könnt ihr euch jetzt einmal holen. Oh nein. Was hast du? Und da mussten die Schüler das einmal laut vorlesen. Und ich muss sagen, das war für mich ein sehr, sehr emotionaler Moment. Traurig, mit wie viel Mühe jemand Geld verdienen kann und so arrogant ist. Platinblond geschminkte Assi-Schlampe. Du kannst für 50 Euro mit einer Prostituierten 30 Minuten Zeit verbringen, eine
darfst du vor 50 anschauen. Ich fand es so berührend und traurig und ja, furchtbar, als sie dann einfach dem Geschriebenen ihre Stimme verliehen haben. Wie hässlich die geworden ist im Vergleich zu den Jahren davor. Es wird echt immer langweiliger. Sorry, aber dass ich das sage, aber immer derselbe Shit. Wenn du in der Notaufnahme liegst, wird dir deine große Fresse vergehen, du Nuttensohn. Mich persönlich hat dieses laut Vorlesen wahnsinnig getroffen. Wie war es für euch? Die wirklich auszusprechen, das macht ja sonst eigentlich keiner, sondern das ist einfach nur im Internet eine also nicht vorgelesene Nachricht. Und die dann ausgesprochen zu hören, trifft einen dann irgendwie schon. Also, wir haben jetzt die Aufgabe bekommen, die Kommentare, die wir unter unseren Stühlen kleben, entweder ins bisschen Positivere umzuformulieren oder einen Konter zu schreiben, tatsächlich darauf zu reagieren und klar zu machen, dass eine echte, fühlende Person dahinter steckt. In dieser Phase des Workshops merkt man schon, dass sich da die Stimmung total wandelt, weil einfach die Kinder und Jugendlichen motiviert sind, weil sie wissen, sie können etwas dagegen tun und sie dürfen jetzt auch etwas dagegen tun. Zwei, eins und Schluss! Wollt ihr euer Plakat einmal hochhalten und ein paar Worte dazu verlieren? Uns ist erstmal aufgefallen, dass es wahnsinnig schwierig war, wirklich so fiese, hasserfüllte Kommentare in etwas Nettes umzuschreiben oder es konstruktiv zu formulieren. Das fand ich sehr, sehr schwer. Also wir hatten noch einen Kommentar, dass jemand die Musik von jemand anderem sehr gehatet hat und die Person noch gehatet hat. Manchmal einfach, ja, dann hör dir die Musik nicht an, hör dir doch lieber deinen Lieblingskünstler an, wenn das deine Meinung ist. Dankeschön. Einmal einen Applaus für die gelbe Gruppe hier. Ich würde sagen, das ist sehr nachhaltig, was die Kinder und Jugendlichen da mitnehmen. Was sie lernen jetzt für die Kommentare im Internet, gilt ja eben auch für Situationen auf dem Schulhof oder auf der Straße oder im Klassenraum, dass sie einfach lernen, sie haben eine Stimme und die können sie auch benutzen. Findet ihr denn so eine Workshops insgesamt gut? Sollte man das öfter in Schulen machen? Ich glaube, man lernt ja noch mal besser, wie andere auch damit umgehen, weil ich kenne ja zum Beispiel die Sicht von manchen anderen aus meiner Klasse darauf gar nicht so, weil ich mich einfach nicht mit denen darüber unterhalte. Ich glaube, das hilft anderen Menschen, so zu sehen, hey, ich bin nicht allein, ich bin nicht die Einzige, die hier auf dem Internet gemobbt wird, ich bin nicht die Einzige, die das alles mitkriegt. Und ich glaube, das gibt so ein stärkeres Gefühl. Man ist nicht allein, insgesamt. Ihr seid toll, ich finde, wir können noch mal einen Applaus geben und diesmal gebt ihr euch den mal bitte selber. Ja, mir hätte das sehr geholfen, hätte es sowas in meiner Schulzeit gegeben. Wir hatten jetzt natürlich noch kein Facebook, kein Instagram, aber einfach so insgesamt mit dem Thema schon frühzeitig in Berührung zu kommen, zu sehen, wie gehe ich damit um. Ist das nicht alles schlecht? Das wäre schon schön gewesen. Und dass der richtige Umgang im Netz nicht nur unsere Jüngsten etwas angeht, sondern uns alle, das unterstreicht auch meine Umfrage in Berlin-Mitte. Vor allem zeigt sie, wie einflussreich unsere Worte sind. Gute Witze auf jeden Fall. Guten Outfit. Thank you, thank you. Hast du auch schon mal im Internet ein Kompliment bekommen, dass jemand was geschrieben hat, sozialen Medien, Instagram, TikTok? Ein Kompliment bekommen schon mal? Ja. Ja. Und was ist mit negativen Kommentaren, Beleidigungen? Irgendwie auch schon mal sowas erlebt? Many times. Ziemlich oft, aber ich ignoriere sie. Denn wenn du das zu sehr an dich ranlässt, dann stresst das nur. Also mich persönlich ärgert es einfach, wie ignorant manche Menschen sein können, weil es wahrscheinlich oft Menschen sind, die sich persönlich nicht trauen würden, sowas zu sagen, aber dann einfach im Internet einfach ganz einfach was schreiben können und ja, es nicht wirklich Auswirkungen für sie hat. Dass die Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln und dass es nicht so ein rechtsfreier Raum ist, dass es auch ein bisschen mehr verfolgt wird, was da passiert, wenn es eben in eine negative Richtung geht. Ja. Ich glaube, es kann auch oft einfach das Selbstwertgefühl verletzen und wir sollten andere Menschen respektieren und einfach achtsam mit ihnen umgehen. Denn, weißt du, Worte sind wie ein doppelschneidiges Schwert. Heißt, wir können Menschen ermutigen oder sie eben verletzen. Dem ist absolut nichts mehr hinzuzufügen. Und wer sich diese Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes verschrieben hat, das ist Hasnain Kasim. Wie kaum ein Zweiter steht er für Counterspeech und damit für eine Streitkultur. Hasnain wurde sogar selber zur Zielscheibe von Drohungen, von Hass und Hetze und hat darüber, über diesen wütenden E-Mail-Verkehr mit einem Hater, ein Buch geschrieben. Ein Buch, das sogar hier zu einem Bestseller wurde. Und ich bin sehr gespannt, welche Tipps für ein besseres Miteinander Hasnain für uns hat. Mögest du den Streit nicht scheuen und immer die richtigen Worte finden. Hasnain Kasim.
Leute glauben ja in einer Gesellschaft, wo es Meinungsfreiheit gäbe, man dürfe alles sagen. Nein, es gibt Dinge, die man nicht sagen darf oder nicht sagen sollte. Und da lohnt es sich dann schon auch dafür zu kämpfen, also sich verbal zu prügeln, wenn es sein muss, dass das nicht geht. Ich glaube, gerade in einer Gesellschaft wie der unseren, wo wir so viele Spaltungen und Reibereien erlebt haben in den zurückliegenden Jahren, egal bei welchem Thema, Flüchtlingsthema, Ukraine-Krieg, Corona davor, es sind alles so Themen, wo Leute Standpunkte haben und auf Teufel komm raus auf ihrem Standpunkt beharren und nicht dem anderen zuhören. Da rate ich ja nicht dazu, weniger sich verbal zu prügeln, sondern mal zuzuhören und versuchen zu verstehen, was eigentlich der andere meint. Vielleicht hat er ja einen Punkt, den er vielleicht auch nur doof ausdrückt oder ungeschickt ausdrückt. Ich bin Hasnain Kasim und ich bin Autor, Journalist und Schriftsteller. Üble Anfeindungen und die übelsten an sich sind grundsätzlich immer Morddrohungen. Und die kommen aus, also Anfeindungen kommen im Grunde genommen aus drei Gruppen und die übelsten kommen aus rechtsextremen Kreisen, die mir vorwerfen, ich sei ein Islamist, ich würde zur Überfremdung Deutschlands beitragen und Deutschland ist nicht mehr Deutschland mit Menschen wie mir und ich sei überhaupt gar kein Deutscher, ich könnte auch niemals einer sein, egal ob ich einen deutschen Pass habe oder nicht. Das ist so die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, aus der auch Morddrohungen kommen und die ich auch deswegen als sehr gefährlich sehe, ich glaube weltweit gesehen sogar noch gefährlicher, das sind die Islamisten und islamische Extremisten, die einem auch schreiben, in dem Moment, wo ich etwas kritisiere, in einem islamischen Kontext, wo das dann heißt, du darfst Islam nicht kritisieren. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind, ja, von denen kommen keine Morddrohungen, deswegen sehe ich die auch nicht als ganz so gefährlich, aber erwähnen muss ich sie schon. Das sind Linke, Linksextreme teilweise auch, die einem vorwerfen, man sei viel zu deutsch. Ich sei nicht radikal genug, ich sei rechts, ich sei ein Token, also einer, der sozusagen den Deutschen gefallen will, den weißen Deutschen. Und im Grunde genommen auch mir damit sagen, ich bin gar kein Deutscher, ich werde auch nie einer sein. Dadurch bin ich sehr impulsgetrieben, das ist auch mein Naturell. Also ich streite mich gern. Mir wird der Vorwurf auch gemacht, ich würde manchmal Gräben vertiefen und Mauern erhöhen. Und ich glaube, er stimmt. Dieser Vorwurf stimmt in einigen Fällen. Aber wenn mir dann jemand schreibt, in allen Details, ich möchte es hier gar nicht zitieren, aber in allen Details, wie er mich umzubringen gedenkt und was er mit mir machen möchte, dann möchte ich zwischen so einer Person und mir einen tiefen Graben oder eine hohe Mauer. Das möchte ich dann. Deswegen tue ich das da sehr bewusst. Die Wunden, die Fäuste hinterlassen, die verschwinden hoffentlich dann irgendwann wieder, indem man sie verbindet. Die Wunden, die Worte hinterlassen, die sieht man oft nicht. Die hinterlassen Spuren in einem drin, in der Seele, in der Psyche. Und da muss man sehr darauf aufpassen, dass man die entdeckt, dass man auch sich eingesteht, dass man verletzt ist und dass man dagegen etwas tut und nicht so tut, als würde einem das alles nichts ausmachen. Nicht jeder hat allerdings das nötige Selbstbewusstsein, die Kreativität und auch die Ausdauer, sich seinem Gegenüber derart argumentativ und konfrontativ, aber eben auch so schlagfertig und humorvoll gegenüberzustellen, wie eben Hasnain Kasim. Oh, von Sarah. Ups. Sie ist Vegetarierin. So lernen wir uns endlich kennen. Und nur weil ich Tim schreibe, dass ich ihn hasse, ist das noch lange kein Hass im Netz. Doch wir alle wissen, immer wenn Menschen aufeinandertreffen, entstehen auch Vorurteile, vorschnelle Verurteilungen und Manipulation. Der Nährboden für Hass im Netz. Schlampe. Lösch dich Deine einfach. Meinung interessiert nicht meinen Tod. Noch nie so viel Schwachsinn gelesen. Mehr Blasen. Nur weil du hübsch bist, musst du nicht länger reden. Solche Hasskommentare tun weh. Doch es gibt in dieser Dunkelheit auch Licht. Unterstützung wie von Ich bin hier. Ich bin hier ist unser nächstes Thema und es ist kein Zufall, dass Christina, Juliane und ich hier gerade in unserem kleinen kuscheligen Kreis sitzen, denn allein sind wir unglaublich angreifbar von allen Seiten. Bilden wir allerdings eine Gemeinschaft, können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich bin hier,
Was ist das für eine Initiative? Ich bin hier, ist eine Initiative, die sich Ende 2016 aus Schweden heraus gegründet hat. Und das, was du eben gesagt hast, wir wehren uns gemeinsam gegen Hass im Netz. Mit ganz vielen und versuchen, die Logik der Plattformen zu nutzen, damit alle Menschen ihre Meinung sagen können. Und das aktuell vor allem auf Facebook. Wie? Oft gewinnt ein Hasskommentar an Aufmerksamkeit, weil niemand etwas dagegen tut. Doch Ich bin hier schaltet sich genau an dieser Stelle ein. Mit mehreren schreiben sie positive Kommentare und betreiben Gegenrede. Sachlich, konstruktiv, respektvoll. Bis der Hasskommentar quasi untergeht. 42.000 sind in dieser Aktionsgruppe und das ehrenamtlich bei Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Sind das jetzt wirklich Normalos wie ich? Kann da jeder mitmachen? Ja, das sind Normalos wie du und ich. Das sind, und eigentlich könnte auch jeder mitmachen, weil ich glaube, die meisten Menschen in diesem Land, und wir sind ja viele hier, die finden das überhaupt nicht richtig, wenn Hass und Hetze ausgeschüttet wird. Und trotzdem lassen sie sich aus dem Netz verdrängen, weil sie selber nicht zur Zielscheibe werden möchten. Wenn die wissen, dass sie unterstützt werden, dass jemand anders sagt, die hat recht, dann würden sie sich vielleicht selber auch trauen. Das Ganze mit dem Ziel, für einen Dialog zu sorgen, für eine gute Debattenkultur, für einen respektvollen Umgang, also für eine starke Demokratie im Digitalen, kann man sagen. Ihre Learnings gibt Ich bin hier seit 2019 auch an Einzelpersonen, Politik und Wirtschaft weiter. Für ihre Arbeit wurde die Initiative schon mehrfach ausgezeichnet. 2018 zum Beispiel wurde der Initiator Hannes Ley mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Ihr seid aktuell vor allem auf Facebook aktiv. Habt ihr vor, auch noch mal irgendwie in Anführungsstrichen noch mal über den Tellerrand hinauszublicken? Wir sind gerade dabei, das zu evaluieren. Wie können wir auf andere Plattformen gehen? Wie können wir unsere Arbeit dort machen? Wie können wir auf tatsächlich Instagram, TikTok aktiv werden? Und das kann sein, dass wir das nicht in der gleichen Art und Weise tun, wie wir das auf Facebook machen, sondern das kann dann andere Interventionen sein, die wir dort aktivistisch machen. Das alles steht ja unter der Unterschrift Ich bin hier. Was bedeutet für euch das? Ich bin hier heißt vor allen Dingen, ich gucke hin, ich sehe, was passiert, ich lasse mich nicht verdrängen. Ich stehe hier mit meiner Meinung, mit meinen klaren Worten und ich stehe an deiner Seite. Oh Gott, schöne letzte Worte, vielen Dank. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. So toll, dass sich so viele ehrenamtlich täglich und stundenlang für einen respektvollen Ton im Netz einsetzen und so ein bisschen die Welt retten. Das können du und ich doch auch. Aber können wir Hass im digitalen Raum auch digital bekämpfen? Tatsächlich könnte im Zeitalter der Digitalisierung künstliche Intelligenz eine Lösung sein. Zumindest Ansätze dafür gibt es einige. Zum Beispiel Stop Hate Speech. Ein digitaler Kommentarspürhund, der die Diskussionen des World Wide Web überwacht und in kürzester Zeit Hate Speech belastete Inhalte identifiziert. Also künstliche Intelligenz als Game Changer? Jein. Janabot, der erste Antidiskriminierungs-Chatbot, der steckt noch in den Kinderschuhen. Nach Diskriminierungserfahrungen findest du hier zwar erste Hilfe, Antworten auf individuelle oder emotionale Fragen leider noch nicht. Aktuell in aller Munde und scheinbar ein echter Alleskönner ist ChatGPT. Aber auch hier fällt auf, wenn ich den jetzt zum Thema, ist es einfacher, Bots auf Hass zu programmieren als auf Liebe befrage, dann bekomme ich folgende Antwort. Es ist schwierig, diese Faktoren in einer KI nachzubilden, die nicht in der Lage ist, Emotionen zu empfinden oder zu verstehen. Deshalb bleiben wir neutral. KI stößt also auch an seine Grenzen und gibt das sogar offen zu. Solange KIs also ironische oder mehrdeutige Inhalte nicht verstehen, sind sie noch auf uns Menschen angewiesen. Hat auch was Gutes, finde ich. Unser Tag neigt sich dem Ende und ich stelle mir vor, wie viele Menschen sich heute aktiv gegen Hater eingesetzt haben. Durch Information und Beratung oder durch aktive Gegenrede und Widerstand für ein faires Miteinander in unserer Demokratie. Für Menschen wie Vincent Wolf. 2021 führte ein Protestmarsch von Corona-Leugnern am Café seiner Mutter vorbei. Sein scheinbar harmloser Twitter-Kommentar, der sich gegen die Demonstranten richtete, löste einen wahren Shitstorm aus, auf allen sozialen Kanälen. Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Ich wusste in der Theorie, sowas gibt's,
aber konnte mir nie vorstellen, wie es ist, tatsächlich Opfer von sowas zu sein. Und auch um zu verstehen, dass wirklich eine große, große Menge an Leuten einem digital gegenüberstehen, die einen gar nicht kennen und die anonym organisiert auch wirklich auf einen einschlagen. Vincent hat Angst um seine Mutter und um das Café. Und fühlt sich sogar schuldig, weil sein Twitter-Post die Anfeindungen im Netz ja erst ausgelöst habe, denkt er. Über Freunde erhält er den Kontakt zu HateAid, die ihm psychologische und juristische Hilfe anbieten. Sie sind wie ein sicherer Anker, sagt Vincent später. Denn er prozessiert noch heute gegen die Täter. Wie ging es dann weiter? Das ging in etwa 2 Wochen lang nonstop. Und dann hat sich die Lage beruhigt, Strafanzeige wurde gestellt. Und ein halbes Jahr später ging es leider nochmal los. Und dann fühlten sich auch Leute berufen, tatsächlich vorbeizukommen und in dem Café selbst Leute zu bedrohen. Aber das hat nochmal ein ganz anderes Sicherheitsgefühl oder ein Unsicherheitsgefühl ausgelöst, weil man plötzlich die Gefahr hat, okay, das hat ja, der digitale Raum bleibt nicht digital, diese Leute werden tatsächlich auch tätlich. Wie krass das ist, dass plötzlich aus dem Nichts so eine Welle von Gewalt und Hass über eine Privatperson oder Privatpersonen ausbricht, dass Gewalt angedroht wird, sogar real wird. Und deswegen bin ich umso gespannter, Annalena von Hodenberg zu treffen, um zu erfahren, warum HateAid gegründet worden ist, wie sich das Ganze finanziert und was dahinter steckt, um eben Opfern wie Vincent helfen zu können. Wenn wir nicht früh sagen Stopp, wenn Täterinnen nicht früh sehen, okay, das, was wir hier machen, hat Konsequenzen, dann pushen sie es eben bis zu diesem Limit, dann stehen sie eben plötzlich vor der Tür. Mit der Beleidigung fängt es an. Danach kommt eben die Vergewaltigungsandrohung, danach kommt die Morddrohung, danach kommen eben diese Sachen. Es ist auch für die Betroffenen wichtig zu wissen, ich kann mein Recht durchsetzen und ich kann mich wehren in diesem Rechtsstaat. Und ich bin im Netz nicht einfach vogelfrei und man kann damit mehr machen, was irgendwie jeder will. Und wie sieht dann die Hilfe von HateAid ganz konkret aus? Die gleichen Gesetze, die im Analogen gelten, gelten auch im Digitalen und die müssen auch durchgesetzt werden. Und dafür ist es wichtig, dass Menschen anzeigen. Genau, deswegen arbeiten wir mit der spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen und dort alle Strafanzeigen, die gestellt werden, werden auch dorthin übermittelt. Und was wir eben auch machen, wir finanzieren Zivilprozesse. HateAid ist auf Spendengelder angewiesen, denn Gerichtsprozesse sind teuer. Rund 4.000 Euro kostet jedes Verfahren. Sie dauern lang, wie auch im Fall von Vincent, und haben nicht immer Aussicht auf Erfolg. Nur jeder dritte Täter wird identifiziert. Obwohl Plattformen wie Twitter oder Facebook ihren Sitz im Ausland haben, sind sie zu der Herausgabe von Userdaten verpflichtet, kommen dieser Verpflichtung aber oft nicht nach. Diese Unternehmen entscheiden somit darüber, ob Täter digitaler Gewalt rechtlich verfolgt und belangt werden können. Das heißt, bevor sie dann auch juristisch tätig werden, als Expertinnen und Experten, ist bei den Erstkontakten immer erstmal auch das Emotionale, das Psychologische die erste Baustelle sozusagen. Total. Und ich habe hier Leute in der Beratung, die wirklich über Jahre hinweg angegangen werden und wo man sehen kann, die haben wirklich da posttraumatische Belastungsstörungen. Und dann ist es wichtig, irgendwo anzurufen und auch so ein, das erstmal erzählen zu können, das erstmal rauslassen zu können und dann eben so einen Realitätscheck zu machen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade, was brauche ich jetzt eigentlich gerade als Person und was sind die nächsten Schritte, die ich jetzt gehen kann, um auch wieder Kontrolle über diese Situation zu bekommen. Was macht Ihnen, Frau von Rodenberg, Hoffnung? Im Kleinen macht mir Hoffnung Fälle wie Vincent Wolf, wo ich einfach genau sehe, da konnten wir schnell und effizient helfen. Also da haben wir jemanden empowered, einfach weiterzumachen, sich nicht leise machen zu lassen, sich nicht aus dem Netz herausdrängen zu lassen. Wir sehen in der Politik immer mehr Bereitschaft, auch über dieses Thema zu sprechen. Das war vor 4,5 Jahren, als wir angefangen haben, noch überhaupt nicht so. Und wir sehen auch bei Strafverfolgungsbehörden, und das ist mir ja fast das Wichtigste, dass da eben auch so ein Kulturwandel stattfindet und die anfangen zu verstehen, dass das Netz eben wirklich die echte Welt ist und dass wir da genauso unsere Gesetze durchsetzen müssen, wie wir das eben im Analogen auch tun. Also nicht einfach weiter scrollen, sondern sich bemühen, was schreiben, sich engagieren. Und das wollen wir auch erreichen mit diesem Magazin, die Welt, auch die Welt im Netz, ein kleines bisschen besser machen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allen Dingen auch für die tolle und so wichtige Arbeit, die Sie machen mit Ihrem ganzen Team. Dankeschön. So wichtig, dass sich jüngst ein neues Kompetenznetzwerk rund um HateAid und das Netz gegründet hat und den Opfern schnelle, emotional stabilisierende Hilfe anbietet, sowie Rechtsbeistand. Unfassbar, welche Dimension digitale Gewalt annehmen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass es Organisationen gibt wie HateAid, die sich kümmern, dass sich was ändert und das Opfer auch das Opfer Recht bekommen.
Oh, oh. Shit. Voll verpennt. Krass. 17 Uhr. Ich hab Sarah total vergessen. Sarah. Sorry, sorry. Ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Also. Ich zitiere dich kurz. Ich hole dich pünktlich ab. Entschuldigung. War das Jugendsprache? Natürlich. Ich habe eine Menge gelernt heute. Ey, ich auch. Vor allem habe ich gelernt, dass wir, die Menschen, die sich ein liebens- und lebenswerteres Miteinander wünschen, viel mehr sind. Viel mehr als die wenigen Hater, die aber nun mal so laut sind. Deswegen müssen wir auch lauter werden und gemeinsam sprechen, miteinander ins Gespräch kommen. Gerne auch streiten, aber eben immer mit Respekt. Denn jeder sollte selbst entscheiden dürfen, wer sie oder wer er sein möchte. Und vor allen Dingen auch so sein dürfen, wie er oder sie sein möchte. Denn schon ein bisschen mehr Meinungsfreiheit kann den Unterschied machen. Um eben gemeinsam die Welt zu retten, oder? Und das schicken wir jetzt ins Netz. Ja, komm her. Bereit? Halt mal fest, diesen richtigen Moment. Aber von oben, da sehe ich besser aus. Ja, sieht immer gut aus. Hammer, warte, ich habe Schatten auf deinem Gesicht. So.